herzlich willkommen zum Let's Play Valkyria Chronicles mit mir, mit Puck und mit der nächsten Mission, Recapture of Brule. Gucken wir uns noch mal an, was der nächste Kampf für uns bereithält. Nachdem wir jetzt ja auch wissen, dass die gute Alicia eine Valkyrie ist. Naja, wir wissen es, sie weiß es allerdings noch nicht. Denke ich mal. Aber das drängen wir jetzt bereit. Die Heimatstadt will ja gerettet werden. Übrigens, wer sich in der letzten Cutscene aufgepasst hat, will der Gegner ja seine Einheiten bei Nagia sammeln. Also auf der Nagia-Ebene sieht man jetzt ja auch links eingezeichnet zwischen Fausen und Brule. Ja, Aussprache. Naja. Also, der Gegner ist in Zentralbrule überall und auf der Windmill Plaza, okay. Und wir müssen von Süden nach Norden vorstoßen. Klingt simpel, wird es wahrscheinlich nicht sein. Okay, überall scheinen Sniper zu sein und sie werden sich hart verteidigen. Selbst wenn wir niemanden sehen. Ja, immer vor Snipern. Okay, niemand darf sterben, das ist gut. Und diesmal versuche ich auch, dass Lago nicht stirbt. Ich kann es nicht garantieren. Aber versuchen wir unser Glück. Gut, nehmen wir mal zwei Scouts mit. Nehmen wir mal Rosie mit und Jane als Shock Trooper. Largo, der Dean. Und Catherine. Einen lasse ich mir frei, falls man noch irgendwo ein Camp erobert. Und vor allem, ich sehe auch gar keinen Zwang, jetzt nochmal mitzunehmen. Ich habe zwei Schockies, zwei Scouts, mit denen kann ich mich gut bewegen und gut auch angreifen. Und auch alle Kommandopunktbesitzer dabei, einen, der die Tanks reparieren kann mit Nadine und auch einen Sniper. Das reicht doch vollkommen aus fürs Erste. Wenn nicht, werde ich das gleich ganz sicher erfahren. Der hat auch so einen kleinen Sister-Komplex, ne? Also, der wiederholt ja den Namen Isara. We're going to capture our home city back east. Am Anfang Isara nochmal East, also ein bisschen. Naja, Overkill. Aber gut, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass Kreis eingearbeitet wird. Die haben jetzt so oft das Wort Sniper gesagt, dass ich jetzt wahrscheinlich schon Albträume davon kriegen werde, aber gut. Gut, gut, gut. Gucken wir uns doch mal das Setup an. Sniper Elite, Trooper Elite, Shock Trooper, Scout Elite, Here's Noah the Hound, also ein Panzer. Gucken wir uns noch mal an, was das hier ist. Heavy Anti-Tank, Sniper. Ja, Heavy Anti-Tank, Sniper. Mash the Hunter, also mehrere Aces auf einer Map. Klingt ja lustig. Okay. Ich werde mal gucken, ob ich mit Catherine irgendeinen erwische, der nicht gecrouched ist. Ich glaube zwar nicht, dass ich den treffe, aber gucken wir mal. Jawohl! Der hat's auch nicht kommen sehen. Der Schuss ging komplett einmal übers Schlachtfeld. Sehr schön. Kann ich echt nur sagen, der hat mir gut gefallen. Okay, mal gucken, ob wir den Shock Trooper hier sehen. Perfekt. Der ist auch nicht verschanzt, also geschützt. Ich
Ich glaube, die Gegner sollten lieber eine Warnung von meinen Snipern rausgeben als umgekehrt. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Catherine dafür liebe? Ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Sehr schön. Gucken wir uns das doch mal an, wie es jetzt aussieht. Da hinten, den haben wir weggemacht. Sehr schön. Der zweite war, glaube ich, gecrouched, der Sniper. Ansonsten scheint hier der Weg frei zu sein. Ja. Gucken wir doch mal. Nehmen wir mal Wavy. Ich möchte nicht mit Alicia hier reinrennen ins Unglück. Meat Freak, von mir aus. Oh. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nach links damit, aber gut. Dann weiß ich, da weiß ich jetzt auch, dass deiner ist. Okay, gut. Genau. Den Sniper Elite weg und auch den Schutz. Sehr schön. Sniper. Da oben ist ein Sniper, zu wissen. Ich glaube, hier bin ich ganz gut geschützt, halbwegs vor den Sichtfeldern. Bleibe ich erstmal hier, bevor ich mich weiter in Gefahr begebe. Als nächstes, ja. Darf Catherine nochmal? Ich hoffe, dass ich hier den Weg rumschaffe. Nee. No. Verdammt, ich wollte mit Catherine hier noch einmal rum und jetzt noch den, Shocktrooper erledigen. Aber egal. Na gut, egal, ist 88, aber jetzt darf Alicia auch. Und gucken wir nochmal, wie weit wir mit ihr kommen, wenn wir uns jetzt nicht hier verhaspeln auf dem Laufweg. Jetzt gucken. Sind hier irgendwo Minen am Boden? Ja. Habe ich mir fast gedacht. Habe ich mich da noch in den Dreck geworfen. Sonst wäre es jetzt sehr doof gewesen für mich. Ich gehe das Risiko ein und bete, dass ich treffe. Puh, Glück gehabt, es hätte auch schief gehen können. Ich kenne ja Alicia und ihre Trefferquote. Leider. Das ist mir ganz ehrlich, ist ja wirklich überall Sniper. Ist ja echt assi. Ja, nehme ich Jane. Sagen, Sniper, der so wenig Schaden durch mich ist eigentlich verwunderlich, aber egal. Jetzt dürfen wir aber auch nah genug ran sein für den guten Typen, dass wir ihn direkt noch das Kinn wegschießen. Next. Wenn ich mich jetzt kurz mal nachdenke, wie weit komme ich und so. Ja, der Sniper da oben. Das noch? Ach du Scheiße. Ich hätte jetzt nicht den Zug beenden sollen. Das war jetzt gerade nicht so clever mit Jane. Muss ich gleich nochmal. Scheiß was drauf. Das war jetzt nicht gewollt. Ich dachte, ich hätte einen ganz kleinen Bogen drum gemacht.
Ich muss gerade merken, er hat ja gar keine Randgrazer-Munition mehr. Das ist natürlich jetzt gerade. Ja. Irgendwas zwischen nicht schön und noch beschissener. Aber hat geklappt, irgendwie. Durch die Holzbohlen. Hast du gut gemacht, Wavy. Bis jetzt hat er noch gar nichts gemacht, muss man mal so kurz festhalten. Egal. Gucken wir uns die Situation mal an. Da scheint keiner mehr zu sein. Dann darf jetzt Alicia. Denn da oben ist noch ein Sniper. Bitte nicht wegducken. Gut. Und wir scheinen dieses Camp sogar halbwegs gut halten zu, oder befestigt zu haben jetzt. Ich rufe Lin. Als relativ guten Shock Trooper. Und jetzt muss noch Jane in Sicherheit bringen. Ich hoffe, dass so der Blickwinkel ein bisschen verzerrt ist. Ja. Ich glaube, jetzt sieht er mich nicht mehr wegen der Häuserecke. Ich flehe zu Gott. Er kann ich ja gerade nicht tun. So, das soll es auch gewesen sein. Wenn er sie trotzdem sieht, habe ich jetzt Pech gehabt, dann wird Jane jetzt abgeknallt. Aber ansonsten müsste das jetzt gut ausgehen. Sehr schön. Jasnoa the Hound schießt über eine relativ große Distanz, merke ich gerade. Fieser Möp ist das. Wow. Wo kann der mit dem Schock zu rein? Noch näher ranzugehen ist aber nicht clever, das weiß man hoffentlich schon. Ah. Na klar, ich würde natürlich die Häuserecke treffen, aber. Ich hasse die KI. Imba! Damit meine ich jetzt nicht Simba aus König der Löwen. Also. Das Glück hat er sich gerade dumm angestellt. Ja. War klar. Aber. Ich kenne da jemanden. Und Rache ist Blutwurst. So, wollen wir doch erstmal gucken. Meadowbread, sehr schön. Weiter geht's nicht. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Sehr schön. Und. Zack. Das war's mit deinem Ausguck, Junge. Und nochmal darfst du Rache nehmen, Mädchen. Ist der gecrouched? Der muss gecrouched sein. Ammo Refill, sehr schön. Jetzt gerade mal zu mir, das ist jetzt nicht so schön. Okay, mal gucken. Erstmal mit dem Engineers Tool hier die Edelweiß reparieren. Auf 2200, also 1000 Punkte kriegt man immer wieder gut geschrieben.
Darkson Bond. Hier ist noch ein Darkson. Also Rosie und Lago sind doch keine da. Na egal, wunder dich nicht. Wunder dich nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich schon sowas hab wie Evade oder so. Oder Medic Request habe ich noch nicht. Klasse. Also muss ich sie manuell retten. So, war zwar nicht angedacht, dass ich das machen muss. Weg und los. Lauf, Rosie! Und jetzt pumpt den Gegner voll. Der Arme hat ja noch in die wunderschönen Regionen was reingekriegt dafür. Naja, wie gesagt, Rache. Warum dieser Medic bei Isara nicht gerufen wurde, ist mir immer noch ein Geheimnis eigentlich. So bin ich hier relativ sicher vor den Snipern da aus dem... Guck mal nochmal. Ja, keine Sichtlinien. Keine Sniper-Gefahr. Sehr schön. Das heißt, als nächstes versuchen wir jetzt hier was zu erobern. Okay. Nehmen wir Lynn zuerst. Das war jetzt natürlich doof. Das war der Sniper, den wir da gerade eingesammelt haben. Sehr schön, haben wir den damit weg. So, dann wollen wir doch mal Orders. Demolition Boost für Lynn. Erstens hoffe ich, dass es damit auch auf die Anti-Tank-Kanone wirkt. Und ich hoffe auch vor allen Dingen, dass es auch für mehr wie einen Schuss gilt. Gucken wir mal, kriegen wir irgendwie hin. Ein bisschen Kreuzfeuer musste sie aushalten, aber schafft's. Jawohl. Perfekt. So, jetzt heißt es noch gucken, ob es auch gegen die Kanone funktioniert. Anscheinend. Dafür sogar noch schneller war. Sehr schön. Lassen wir es dabei, sehr schön. Und benutzen noch eine weitere Order, um ihr ein bisschen Heilung zukommen zu lassen, falls sie doch angegriffen wird. Das sollte hier genug Heilung geben, damit sie auch einen kleinen Schocktroop-Angriff überlebt. Sehr schön. So, das soll es auch gewesen sein. Weiter ziehe ich jetzt erstmal nicht, weil alles andere wäre jetzt wieder lebensmüdes Vorziehen. In heillosem Chaos. Der Gegner ruft jetzt noch 50 Millionen Reinforcements. Wenn ich mich nicht beeile, das heißt, ich sollte jetzt tunlichst vorstoßen, vorstürmen. Okay,
Okay, Jane lebt noch, das ist schon mal sehr gut. Dann darf als nächstes Wavy dieses Himmelfahrtskommando aufnehmen. So, erstmal ein Randgreiser. Lenken wir nochmal die Truppen ab, sehr schön. Und damit beenden wir sogar den Zug, aber nur aus einem einfachen Grund, denn jetzt haben wir unser Ziel erreicht. So, damit dürfte ich auch beide treffen, hoffe ich einfach. Ja, beide getroffen, sehr schön. Also was, bis jetzt habe ich kein Perfect Game gemacht, aber zumindest jetzt auch keins, wofür ich mich bis jetzt schämen würde. So, Sniper Elite. Relativ hohe Distanz, aber meine Sniper sind schon Level 19. Das heißt, ich bete einfach dafür, dass Catherine die einzige, die keine volle Accuracy hat, trifft. Das tut sie. Und sie hat sogar noch Munition. Aber sie hat nicht mehr genug Bewegungspunkte, um dahin zu laufen. Deswegen kommt jetzt Alicia. Diesmal werde ich natürlich nicht direkt die Mine laufen. Jetzt gehen sie nicht über los. Laufen sie über die Mine und kriegen sie keinen großen Schaden. So. So, den wollen wir jetzt mal mit dem Flammenwerfer aufräumen. Für Mash wie Hunter hat es nicht gereicht, komischerweise hat der Tech geduckt auf dem Boden. Schweinepriester! So, aber noch einmal Alicia und dann dürfte das Vergangenheit sein. Makulatur. Shots to kill 2 willst du nicht rollen? Schon wieder weggeduckt. Egal. Da ich versuche, so viel wie möglich zu töten, werde ich jetzt versuchen, noch diesen Lancer zu siegen und dann mit den 2 Scouts komme ich definitiv noch so weit, hoffe ich. So. Das war jetzt auch keine Glanzleistung, ne? Die habe ich doch so schön im letzten Battle gesagt, mit Lynn ist kein Kampf zu gewinnen, nicht? Ah. Naja gut, jetzt so auf Nahdistanz ging es dann doch halbwegs. Hard Worker, sehr schön. Sie kann noch eine Aktion machen. Das heißt, sie könnte nochmal schießen. Du bist so toll. Doof, dass du jetzt auf 50 Kilometer Distanz bist, Mädchen. Die Handgranate wäre noch schön, aber. Mash wie Hunter. Kriege ich jetzt auch mit den restlichen Leuten tot. Kein Risiko. Wavy darf zuerst. Ich wollte gerade sagen, ist ja alles vermint, die Scheiße. Deswegen bin ich da gerade kein Risiko gegangen. Ich war schon ganz knapp davor.
Kommen wir mal wieder zu dem Punkt. Also das macht echt armselig. Dass ich Mash wie... Schon wieder, ich wäre schon wieder fast reingelaufen. Dass Mash wie Hunter so viel aushält. 7 Schuss? Hat er dann... Stimmt, er hat ja einen Galleon S1R. Wohingegen Alicia ja einen Galleon S3 hat, also das mit etwas höherer Reichweite, dafür mit weniger Schaden. Ach, geil. Das muss einfach ein schlechter Witz sein, was jetzt gerade vorgeht. Also wenn jetzt auch noch Mash wie sonst wer das überlebt, jetzt sicher nicht mal auf dem Kopf, jetzt wird da unten. Das ist ein Witz. Es muss ein Witz sein. Crouch. Und ich kann dieses Camp nicht erobern. Es geht nicht. Das ist doch. Jetzt kommt Reinforcement, ja. Aber egal, wer kommt zur Hölle damit. Wo so viele Kommandopunkte wie er hat, zur Hölle mit meinen. Auf die Distanz, wo läuft er hin? Er hätte einfach... Naja, mit dem Sniper kann er jetzt schon gut Schaden machen, aber... nicht auf Alicia geschossen. Das heißt, einer von den Scoutserinnen überlebt mindestens. Der ist geil, auf 2 Meter nochmal weggetun. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt das Hardcore. Das ist eigentlich zu viel für die armen Lachmuskeln. Jawohl, und jetzt duckt er sich nochmal weg wahrscheinlich. Nee, aber trotzdem reicht sich ganz. Das ist krass. Ja, leider reicht ihre Distanz nicht, ihre Waffe nicht aus, um auf die Distanz zu schießen. Ja. Aber damit können die Sniper nichts mehr tun, jetzt kann er nur noch den Schocki nehmen da unten, wenn er wollte. So, jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Punkten. Rache ist Blutwurst. Meadow Bread, jawohl, und... So, dann wollen wir nochmal. Zu unseren Freunden da oben kommen. Damit haben wir Nummer 1. Haben wir damit und jetzt darfst du dran glauben, mein Freund. Hier gebe ich einen Schuss, naja, irgendwo in den Bauch. Da muss ich nicht mal genau zielen für. Es wäre typisch gewesen, wenn der jetzt auch daneben gegangen wäre, aber egal. Und hat sie noch einen Schuss? Einen Schuss hat sie noch, die gute. Dass ich ausgerechnet mal mit dem Sniper vorstürmen würde, ohne Sorgen zu haben, auch krass. Hätte ich nicht gedacht, naja. Rangezoomt und gefinished. So, dann wollen wir doch mal. Der Randgrazer wäre ein bisschen übertrieben, aber jetzt kommt die Handgranate und das sollte endgültig Ende ausmachen. Egal, auf jeden Fall, der hat da keinen Sichtschutz mehr. Ich weiß, das ist jetzt einfach vollkommen optional. Im Endeffekt wäre Lin so oder so gerettet gewesen, auch wenn wir die Mission geschafft hätten, aber das gehört für mich zu Teamwork.
Ich wollte gerade sagen, jetzt lasse ich auch noch mal Lisha ran, aber ich traue ihr noch zu, dass sie das immer noch nicht vollendet. So, bevor du dich noch mal wegduckst. Ist nicht wahr. Ich habe mich am Anfang noch innerlich Schrott gelacht, dass hier so ein Sniper als Nest, also als Camp Defender eingeteilt ist, aber das hier echt mal. Ohne Witz, wenn es diesen Turn auch nicht klappt, dann werde ich definitiv mit der Edelweiß vorrücken und dem hier noch persönlich überrollen, wenn es sein muss. Ich habe extra in die Beine geschossen, damit er, wenn er sich wegduckt, auch noch Schaden kriegt. Alter. Und von dem sammle ich gleich noch persönlich auf. So. Weg. Weg, 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 weg. Gewonnen. Sieg. Einen minimalen Stolz kann ich jetzt nicht verhehlen. Gucken wir uns doch mal die Wertung an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es A-Rank ist, nicht nachdem ich noch einen Zug länger brauchte mit dem Sniper hier. Home sweet home. Gucken wir uns doch mal die Wertung an. B-Rank, sag ich doch. Ich hätte es in 3 Zügen schaffen können, ohne Probleme. Was heißt, also, nein, nicht ohne Probleme, aber ohne diesen Sniper. Egal, trotzdem ganz gut. 2 Enemy Aces besiegt und dafür kriegen wir was? Einmal ein Scharfschützengewehr von dem letzten Typi. Und ein Enhanced Block Pin from the Enemy, aber was auch immer das machen möge. Kann ich euch dann gleich mal berichten in der nächsten Episode. Und eine Medaille in der Audienzhalle. Sehr schön. Gucken wir uns die mal an. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und bis dann.